Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine Folge von Vaiana, dem Kinofilm von Disney. Ja, läuft er eigentlich noch im Kino? Ich glaube ja, er läuft noch im Kino. Doch, er läuft auf jeden Fall noch im Kino, habe ich nämlich gerade nochmal geschaut, weil ich nämlich was anderes gesucht habe im Kino. Das hier sind auf jeden Fall, das ist das Display. Schauen wir mal, 80 Cent kostet ein Booster. Und ich habe hier unten schon mal die Sticker rausgesucht. 10 Stickertütchen habe ich mal wieder, wie eigentlich so gut wie immer. Moment, sind das 10? 10? Ja, es sind 10. Und zwar möchte ich gerne demnächst mal anfangen, hier schon mal zu suchen. Aber ich glaube, wir sind noch ein bisschen früh dran, deswegen habe ich noch nicht ausgesucht, also noch nicht rausgesucht, was noch fehlt. Wobei ich jetzt gerade in der letzten Zeit etwas eskaliert bin mit dem Raussuchen, weil ich immer so Lust hatte, irgendwie schon mal zu gucken, wie viel ich habe, wie viel noch fehlt. Weil mir persönlich das auch immer so einen Spaß macht. Oha, was ist denn das? Maui, ist das? Ich glaube, das ist Vaiana, oder? Nee, das ist die kleine Vaiana, aber es ist ihr Papa, ne? Das ist nicht Maui, das ist ja totaler Quatsch. Cool, direkt ein Glitzersticker. Das ist auch, wie hieß denn der nochmal? Glänzend. Wie hieß denn der nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Wie heißt der nochmal? Wie heißt nochmal die Krabbe hier? Ich weiß es nicht. Der hier seinen Haken geklaut hat von Maui. Da sind die, das Völkchen unterwegs auf dem Meer, die ja eigentlich Reisende sind und vergessen haben, dass sie eigentlich seefahren können. Das sieht aus wie Vaiana mit, ist das Maui? Maui oder ihre Oma? Wer ist denn das wohl? Ja, hätte ich gerne mal das obere Teil gesehen. Vaiana mit der Fackel unterwegs. Kommt her. Ups. Ah, süß. Kleine Vaiana mit einer Wasserfrisur. Weil das Wasser ja alles macht, was sie möchte. Beziehungsweise ihr auf jeden Fall immer gut gesonnen ist. Oh, noch ein Glitzersticker. Cool. Wie hießen die kleinen Dinger? Die hatten auch einen Namen, glaube ich. Die hatten einen Namen. Welchen Namen hatten die? Ich könnte eigentlich nochmal gucken, oder? Im Heft. Steht vielleicht auch. Oh, das ist die Anfangsszene, wo Vaiana hier die kleine Schildkröte rettet vor den ganzen Vögeln, vor der Sonne und einfach ihr nur helfen möchte, dass ihr ins Meer reinkommt. Das ist TK. TK in Wut und Wallung. Und hier ist das Volk, wo sie gerade das Schiff ins Wasser reinschieben. Oder ist das der Papa in Jung? Nö, ich glaube, da gehen sie das erste Mal wahrscheinlich gerade auf Reisen. Ich merke doch immer, wenn man längere Zeit den Film dann schon wieder nicht geguckt hat, dann vergisst man wieder einige Sachen. Vielleicht habe ich auch schon wieder ein paar Namen vergessen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Oh, hier sehe ich schon wieder auf der Rückseite, sehe ich das hier. Das bedeutet, wir haben hier gleich wieder einen Tattoo-Sticker dabei. Ich brauche natürlich jetzt nicht so viele Anleitungen. Die habe ich ja schon. Oh, nein, wie schade. Die haben wir gerade eben schon mal gehabt. Das hier wäre das Tattoo. Tada. Ein Vaiana-Tattoo. Auch eine lustige Idee. Ich finde, Panin lässt sich immer wieder irgendwie ein paar coole Sachen einfallen. Da hat er unterschrieben auf ihrem Ruder. Oder? Ich glaube ja. Wo Maui einfach auf ihrem Ruder unterschrieben hat. Das ist der Haken übrigens. Weil er dachte, sie sei so ein Riesenfan. TK. Ich glaube, das ist auch richtig rum, ne? Ja. TK, wie sie runterschaut aufs Wasser. Und das hier ist die alte Geschichte ihres Volkes. Dass sie damals Seefahrer waren, hat sie da rausgefunden, als sie dann in die Höhle gegangen ist. Und da ist dann nachher so eine Geschichte entstanden, die erzählt wurde. Mit Gesang natürlich, typisch Disney. Oh, ihre Oma. Grandma Thala, wo sie gerade im Sterben liegt. Und noch sag, mein Kind, du musst ihn holen, du musst das Herz holen. Dein cooler Glitzersticker. So gehört er, glaube ich. Ja, das dürfte nämlich hier Maui sein in seiner Flugfigur. Vaiana, ah, und ihr Papa. Wie er nun sieht, oh mein Gott, das Kind spielt am Wasser. Nein, es ertrinkt. Nein, natürlich nicht. Aber Eltern haben immer so viel Angst. Ja, am Tanzen natürlich. Kleine Vaiana lernt tanzen. Und mal wieder auf hoher See unterwegs. Die ganze Sippschaft.
Sehen die eigentlich mal gleich aus von hinten? Nee, die sehen ja verschieden aus, die Sticker. Das sehe ich gerade. Quer und hochkant sehen verschieden aus. Na, hier hat es Maui nicht geschafft, sich in ein Hai zu verwandeln. Das hat leider nur halb gut geklappt. Halb gut und ein Halbgott. Ein halb guter Halbgott. Hier sehen wir Vaiana mit Hey Hey, dem trotteligen Huhn bzw. dem Hahn mit nur einer einzigen Gehirnzelle gefühlt. Kann sie noch nicht mal den Schuh zumachen. Gott sei Dank trägt er keine. Ja, Vaiana schaut mal wieder aufs Meer, weil das Meer sie ruft. Und da ist das Herz ins Wasser, der Stein ins Wasser gefallen. Sie weiß nicht, ob sie dafür gemacht ist und sie ihn rausholen kann. Da lernt sie, glaube ich, gerade das Segeln. Ne? Da ist sie noch etwas ahnungslos, weil sie am Anfang gar keine Ahnung hat, wie das überhaupt funktioniert. Mal wieder so ein gezeichneter Sticker. Ist nicht so ein, nicht, keiner aus dem Film. Oh, der ist auch super schön. Glitzersticker von ihr. Da will sie gerade in der Nacht- und Nebelaktion los. Ich glaube, da hat es noch nicht funktioniert, als sie da losgefahren ist. Und das ist einfach mega cool gemacht, finde ich. So schön. Das Wasser sieht aus. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie echt. Kleine Vaiana wieder am Wasser. Oh, und hier auch mit Hey Hey. Ach, da hat Hey Hey auch schon existiert. Dann ist der Hey Hey eigentlich schon ein ziemlich alter Mann. Würde ich mal sagen, oder? Für so einen Hahn. Naja gut, aber damals war er scheinbar auch nicht sehr viel intelligenter. Insofern kann man das noch nicht mal aufs Alter schieben. Manche Leute werden im Alter ja auch intelligenter, aber der Hahn da wahrscheinlich nicht. Ja, Maui mit seiner arroganten Art. Oh, süß. Glitzer Vaiana. Und Maui mit seinem... Ach, das ist sein Haken. Das ist sein Haken. Den habe ich gerade fast gar nicht erkannt. Ich dachte, was hat der denn für ein Schwert? Aber der Haken, der geht ja hier weiter. Ohne seinen Haken ist der nichts. Na du? Ich weiß nicht, was sie sagt, aber so sieht's aus. Auch hübsch. Wie so eine Postkarte. Ich mag das, wie sie das Wasser hier umgesetzt haben. Da möchte man direkt baden gehen. Da hab ich jetzt voll Lust drauf. Ich bin ja generell gerne ein. Gerne. Ich bin generell ein Mensch, der gerne ans Meer fährt und da auch gerne schwimmen geht. Ich liebe einfach das Meer. So ein bisschen wie Vaiana. Nein, eigentlich nicht so. Ich habe ein bisschen Angst vor Wellen, aber sonst. Sonst mag ich das Meer sehr. Das hat sich gereimt. Voll schön. Diese ganzen Glitzersticker, wir haben voll viele Glitzersticker. Da ist sie wieder und sagt, nein, Papa, ich will zurück ins Meer. Ich will zurück ins Meer. Nein, nein. Du darfst nicht. Oh, wieder mit Grandma Thala. Hier sieht man wieder das Herz von TK. Und da ist Maui doch sehr verwundert, wie gut Vaiana zurechtkommt, wie gut die klettern kann und wie tough die ist. Ich dachte gerade schon, jetzt habe ich was eingerissen hier. Ups. Da ist sie wieder mit ihren Eltern. Wieder guckt sie zum Meer. Immer schaut sie aufs Meer. Daher auch der Titelsong. Oh, ich glaube, die sind neu, die haben wir noch nicht gehabt. Ah, schön. Oh, das war nach ihrem ersten Versuch, wo sie so gekentert ist. Und sie gedacht hat, okay, vielleicht ist es doch nicht so einfach. Hier, das kleine Schweinchen pur. Oh, wir haben sogar mal einen Vierersticker. Gar nicht so häufig, ne? Den hatten wir vorhin schon mal. Bisher habe ich, glaube ich, noch gar nicht so viele große Sticker gesehen. Ich weiß auch gar nicht so, ob ich so der Fan von so großen Stickern bin, weil die immer so blöd sind zum Einkleben. Aber ist nur meine Meinung. Also, kann auch ganz cool sein, wenn man es dann richtig schön macht. Was ist das denn, ja? Ich weiß nicht genau. Kommen sie auch auf jeden Fall gerade aus dem Wasser. Ah, oh, endlich mal! Eins von Hey Hey! Der hat eigentlich so eine, eigentlich hat er eine witzige Rolle. Keine große, aber irgendwie ist er immer da. Da trifft sie, glaube ich, das erste Mal auf Maui. Gerade angekommen, mit ihrem Paddel noch in der Hand. Den haben wir eben schon mal gehabt, vorhin. Oh, und den auch. Oh, den haben wir schon zum dritten Mal jetzt. Ja, das war's. Das war's mit den 10 Stickertütchen. Ich habe ja große Lust, mal zu gucken, wie viel ich da so habe, wie viel so fehlt. Mal schauen, wie weit wir denn so sind, ob wir dann schon relativ nah am Einkleben sind oder ob da noch einiges fehlt. Ich glaube, ich gehe da mal nachschauen. Ich gehe da mal ein bisschen nachzählen, was schon alles da ist und was noch fehlt.
Ja, ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß. Vielleicht mögt ihr den Film ja auch so gerne wie ich. Ich fand die Musik einfach so wunderschön. Ich höre halt ständig das Titellied Ich bin bereit. Das ist momentan eins meiner Lieblingslieder tatsächlich und höre das halt ständig. Und ja, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Abonnieren könnt ihr mich natürlich auch gerne hier unten. Lasst mir einen lieben Kommentar da. Was denkt ihr über die Sticker? Habt ihr das Sticker-Album auch? Ich weiß zum Beispiel, dass Sally das auch hat. Hat sie bekommen. Von Panini einfach so zugeschickt bekommen. Fand ich mega geil, die Aktion. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.